Die Schneeheide ist eine der wichtigsten Futterpflanzen für nektarliebende Insekten im Frühling. Direkt nach der Schneeschmelze bilden sich Tausende, Millionen, ja Milliarden dieser nektargefüllten Blüten und überziehen den Kiefernwaldboden hier wie ein lila Teppich. Sieht nicht nur schön aus, sondern ist auch sehr pflegeleicht, was für viele Gärtner hochinteressant ist, die diese Pflanze bei sich daheim in den Beeten kultivieren. Man kann die verwechseln mit einer anderen Art, die relativ ähnlich ist auf den ersten Blick, nämlich dem Heidekraut, Gattung Calluna. Aber man heißt doch, wenn man genauer hinschaut, sieht man schon die Unterschiede bei diesem Heidekraut, also der Calluna. Die hat keine richtigen Blätter, sondern die hat nur so Schuppen, während diese Schneeheide abstehende Nadeln als Blätter hat. Warum heißt die überhaupt Schneeheide? Naja, in sehr seltenen Fällen gibt es die Ganze auch nicht nur in lila, sondern eben in Schneeweiß.